Ja, Harry sagt Hallo und guten Morgen zum aktuellen Wettervideo. Heute wieder am Strand von Maspalomas. Etwas später ist es 8 Uhr und 38 Minuten. Heute am 24. Juli 2022. Wir haben jetzt genau 25 Grad Celsius. Es soll heute wieder warm werden. Nicht so warm wie gestern, das ist die Vorhersage. Luftfeuchtigkeit auch um die 60%. Schwacher Wind vorhergesagt, im Moment hier nur eine ganz leichte Brise. Das Meer ist auch sehr, sehr ruhig. Sieht man, hört man. Sonnenaufgang 7.20 Uhr und Sonnenuntergang um 20.56 Uhr. Das sind die aktuellen Daten und ja, Sonnenaufgang. Aber im Moment sehen wir nicht viel davon. Ja, ich wurde ja gefragt, warum ich so viel Wasser zeige. Am Wasser oder im Wasser ist viel Bewegung. Hier ändert sich kaum etwas und auch die Buden sind noch nicht offen auf die Frage, ob es da was Neues gibt. Nein, noch nicht. Neu ist auch nicht die Handtuchreservierung, die gibt es auch schon länger. Liegenreservierung, nicht Handtuchreservierung, so war das. Ja, und auch wenn mal einer hier früh mit seinem Hund unterwegs ist, das ist hier, weil die Frage auch wieder kam mit Hunden. Nein, normalerweise ist es nicht erlaubt, aber es wird doch schon mal gemacht und stellt also jetzt, glaube ich, kein großes Problem dar. Ja, jetzt um diese Uhrzeit ist es sehr, sehr angenehm hier am Wasser oder am Strand generell in den Mittagsstunden. Es ist dann noch schon recht voll, aber schaut euch an, wie schön glatt das Wasser heute ist. Ja, hiermit wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ganz gleich, wo ihr auch zuseht und zuschaut. Vielen Dank für das Teilen der Video, für das Abonnieren und die netten Kommentare und die Beantwortung dafür. So, das ist wieder für mich der schönste Moment am Tage. Hier entlang spazieren zu dürfen, zu können. Ja, und schaut euch die Berge, was soll ich sagen, wieder in Dunst gehüllt. Man sieht nicht viel.
und immer mal zwischendrin wieder eine schöne Wellenabfolge, etwas höhere Wellen, aber immer noch sehr ruhiges Wasser hier, ihr seht es ja selber. So, wir sind hier genau vis-à-vis von der Bude 7 und hier ist noch nichts los, hier ist noch nicht eine einzige Liege belegt. Hier ist es noch absolut, absolut ruhig. Ja, hier gibt es wieder viel, viel Steine. Der Sand hier ist noch nicht zurückgekommen, nein. Ja, das ist wieder schön zu sehen. Aber es reicht nicht, dass der Sand hier von da unten rüber über den Steinwall kommt. Ja, ziemlich ruhig im Vergleich zu den anderen Tagen ist hier an der Punta kaum Wellenbewegung. Es plätschert nur, so wie in der Badewanne. Ja, Blick nach San Agustin gibt es heute auch wieder nicht. Ja, hier sieht man schon ein bisschen, dass die Steine abgedeckt worden sind, aber eh viele, die noch tiefer im Meer liegen. Da vorne sehe ich auch ein bisschen Algen, die angeschwemmt worden sind, aber das ist sicher bei der nächsten Flut wieder weg. Ja, ein Ort zum Verweilen.
schön. Kann mich nur wiederholen. Ganz ruhig, so ruhiges Wasser. Selten gesehen in den letzten Wochen. Seht euch das an, wie ruhig das Meer ist heute. Ich war gerade schwimmen. Traumhaft. Ja, jetzt ist auch schon wieder ein bisschen Bewegung hier am Strand. Ja, eine Welle dümpelt so hier ran. Wie am Weiher, so hört sich das hier an, zwischen den Wellen. Ja, was soll man dazu sagen? Einfach nur schön. Auch wenn die Sonne jetzt nicht richtig draußen ist, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Im Gegenteil, ich finde es gut. Ja, schöner geht's nicht. So, mit diesen Bildern werde ich mich dann auch jetzt wieder verabschieden und sage ganz einfach bis zum nächsten Video, ob Realität, Wetter oder zwischendrin, wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich. Ja, der Blick in die Berge, ihr seht hier genau, dass ihr nichts seht. Und damit sage ich dann hasta luego.